Allora, benvenuti a casa modo mio. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Ostern gehabt. Soweit es geht. Mir fehlen meine Gäste, mir fehlen meine Freunde, mir fehlt die Arbeit. Wir machen am Donnerstag Arbeit und am Samstag wieder auf für euch. Ihr könnt bestellen, zum Mitnehmen. Und ich mache heute ein Gericht mit Fisch, Dorate, bisschen anders. So eine Saltimbocca Dorate mit Spargel, Salbei. Neue Karte ist online mit viel Spargel, mit Bärlauch. Heute machen wir Dorate. Ich habe sie schon halb filetiert, aber es kommt noch mehr. Spargel. Wollen keine Kräten haben. Ne? So, warte mal. Zwei Teile. Sie nehmen wir dünner. Als die anderen. Zwei sind dicker und zwei sind dünner. Deswegen die zwei dünne machen wir auf eine. Diese Arbeit muss sein, wenn man keine Kräten will. Und ich hasse Kräten. Deswegen kriegt ihr auch keine Kräten. So, wir brauchen eine heiße Pfanne. Wir brauchen Olivenöl. Immer noch den guten, ne? Frische Salbei vom Garten. Gefüllte Nudeln mit Gemüse gefüllt. Bisschen Brokkoli. Aber ein bisschen frischer an der Teller. So. Sind wir soweit? Jawohl. Für mich der Fisch muss nie tot gebraten werden, weil einfach, wenn es frisch ist, kann man auch roh essen. Also muss nicht unbedingt durig sein. Braucht man nicht so weit, weil wir kommen noch in ein bisschen Soße in die Fischpfanne. Und jetzt ist schön braun. Bitte schön. Ja? Ja? So muss man. Schön, wenn die Pfannenchen schön rot ist. Vino, Soße. Bisschen Wasser. Wie die Spargel nicht oft haben, dann kochen wir unsere Nudeln. Und das kriegt ihr am Donnerstagabend, wenn ihr wollt, serviert zu Hause, so genauso. Oder mit Filet. Argentinische Rinderfilet, auch so gebraten mit Parmaschinken, dann Spargel rein,
Salbei. So eine Art Saltimbocca, aber ein bisschen anders, ein bisschen saisonal, ein bisschen mit Spargel. Jetzt braucht man Spargel, jetzt ist die Saison, jetzt muss man unterstützen. Wir müssen unsere Bauern unterstützen. Wir brauchen ein bisschen Soße, cremige Soße. Was machen wir da? Eine Mehlschwitze. Wir machen eine Mehlschwitze. So, wir brauchen ein bisschen Butter. Ausgemachte Nudeln. Wir haben kein Salz rein. Wir haben den Parma-Schinken, der ist salzig. Wir haben das Wasser, der ist salzig. Weil wir die Nudeln und die Spargel gekocht haben. Jetzt geben wir noch ein bisschen Wasser. Zwei. Buon appetito, ciao!